Ja, hier haben wir einen Tomonaga-Ansatz gehabt. Zurzeit sieht es so aus, als wenn der Brandenburger Kämpfer da seine Schwierigkeiten mit hat. Mit dem quirligen Borki. Ja, wir haben hier die blauen und die weißen Jurugis, die zum Unterscheiden der Kämpfer dienen. Im Einzelkampf sowie auch in der Mannschaft ist es so, dass der zuerst aufgerufene Sportler den blauen Jurugi anzieht. Bei Kämpfen im Kinderbereich wird das auch mit weißen und roten Zusatzgürteln gemacht. Da ist dann der rote Zusatzgürtel entspricht dann dem blauen Anzug. Jo, das sehe ich jetzt aber auch so, dass denn der Weiß-Judoka im weißen Judogi dort deutlich passiver ist. Ja, jetzt gleicht er das wieder aus. Schöner Tomonaga-Ansatz, wird Yuko bewertet. Na, hiermit geht Andreas Brockelt dann mit einem Yuko in Führung. Ein Kosudogari-Ansatz wird leider nicht bewertet, da der Gegner sich schnell wegdreht. Ja, und wo er auf der Seite landet, gibt es auf dem Bauch landet, gibt es keine Wertung mehr. Landet er auf der Seite, dann wäre es ein Yuko. Landet er auf dem Rücken, dann ist es ein Watsari. Und wenn er mit Schwung auf dem Rücken fällt und über 50% der Trefferfläche der Rücken ist, dann gibt es einen Ippon.
Ja, jetzt gibt es dann diesen überfälligen Shido von wegen der Passivität, weil zur Gestaltung des Kampfes ist auch meiner Meinung nach trägt der Schweriner Judoka wesentlich mehr mit bei. Das sind doch eher halbherzige Versuche von dem Brandenburger, den Kampf für sich zu gestalten. Ja, hier zum Schluss nochmal ein, zwei Aktionen von dem Brandenburger, die aber dann auch zu nichts mehr führten. Somit gehen wir den Mannschaftskampf als Schweriner mit 1:0 in Führung. So, Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm. Es kämpft der Sportsfreund Nietz für die Schweriner gegen den Sportsfreund Trenner aus Brandenburg. Der Brandenburger Judoka, einer der Routiniers in der Mannschaft, in seiner Mannschaft. Das macht der Schweriner auch richtig, ihn hier unter Druck zu setzen, obwohl eben auch ein, zwei unmotivierte Angriffe unten im Beinbereich da eben stattgefunden haben. Aber genau das ist der Weg, gegen einen Routinier zu kämpfen, indem ich da permanente Bewegung reinbringe. Ja, und hier bereitet er sich auch schön seine Technik vor. Gut gemacht. Uchimata und mit einem Yuko wird dieser Uchimata bewertet. Das war konsequent. Aber die Bodenkampfsituation möchte der Niklas Nietz nicht annehmen.